Das Mittelmeer ist ein Wasserspiegel, der fortwährend verdunstet. Hätte das Mittelmeer keine Zuflüsse, wären sie künstlich gesperrt, so würde sich sein Wasserspiegel durch einfache Verdunstung jährlich um 1,65 Meter senken. Auf dieser Tatsache beruht das Projekt Atlantropa. Was das Mittelmeer verdunstet, erhält es automatisch wieder über die Straße von Gibraltar, wo 88.000 Kubikmeter Wasser in der Sekunde vom Atlantik ins Mittelmeer fließen. Gleichzeitig wären die technischen Voraussetzungen geschaffen, um ungeheure Wasserkräfte für elektrische Energien freizumachen.